Hallihallo, moin und willkommen zurück hier. Die Nordfriesische Marsch ist wieder am Start und ja, wir gucken, dass wir weiterkommen hier mit unseren ganzen Produktionen, dass wir die in den Griff bekommen. Wir haben es, ja gut, 10 Uhr morgens. Also ist noch ein langer Tag, ist noch ein langer Tag. Was wir aber bekommen haben, ist ein Update vom Produktionspack und vom Modpack. Unter anderem neue Ställe, vor allem für die Schafe mit 800 Schafen. Wir haben Hühnerställe mit mehr Kapazität. Das müssen wir, oder können wir uns mal kurz angucken. Wir hatten ja hier immer so diese Hühnerställe mit 1200. Und jetzt haben wir auch welche mit 2000. Dazu noch ein, sagen wir mal, ein anderes Farbmodell. Wir haben ja hier das Standard und dann hier so dieses helle. Das ist dazu gekommen, was ich dann wieder gemacht habe. Das können wir gleich mal machen. In unserem Futtermischer. Wir brauchen den Futtermischer. Ich habe noch eine zweite Spur für Mineralfutter angelegt. Das heißt, wir können jetzt quasi 2000 Liter Mineralfutter produzieren. Und wir brauchen ja hier quasi 400 und 800, also wir brauchen 1200, machen jetzt wesentlich mehr. Was wir allerdings dann auch für den Stall hier nutzen können. Also für den Roboter, so heißt das Ganze genau. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch Stroh loswerden. Ja, guck mal, jetzt sind wir endlich leer. Perfekt. So, Kuhstall 1, Gülle ist voll. Okay, da müssen wir uns auch was überlegen. So, wir können den hier erstmal auf jeden Fall parken. So, wir gucken mal, was sonst so los ist. Ja, der kann eigentlich auch mal nach Hause kommen. Der steht hier, der steht geparkt. Hier wird noch gepflügt. Das heißt, hier können wir demnächst Steine sammeln. Hier wird gemulcht. Das ist oben die 44. Ach, und hier sind wir mit Mist zum Komposter unterwegs. So wollte ich das sagen. Dann übernehmen wir doch mal schnell hier selbst. Damit wir das ganze Zeug hier mal wegbekommen. So, da müssen wir mal gucken. Futterfabrik, Mischration Mix 1, was das ist. Ich denke mal, dass es Heu sein wird. Oder Silage. Werden wir auf jeden Fall gleich auch mal auffüllen. Das können wir ja eigentlich dann mit dem Ladewagen machen. Gucken wir gleich mal. So, erstmal müssen wir hier den da reinbekommen. Oh, das war nix. Einnahmenernte, das wird Kalkverkauf sein, denke ich mal. Da sind wir ja gerade noch dabei. So, Mist einladen. Jetzt gucken wir mal, wie voll wir hier sind. Komposter. Okay. Komposter aus Mist. Da passt noch einiges rein. Also kannst du mal noch ein bisschen weiterfahren. So, und wir nehmen uns den da. Und wir gucken aber vorher. Wir schauen, was wir da brauchen. Futterfabrik. Mischration Mix 1. Das wird dann der hier sein, ne? Heu. Ja. Silage ist voll, Stroh ist voll, also brauchen wir Heu.
weiß nicht, bevor wir jetzt darüber fahren, gucken wir lieber mal, was in der Heutrocknung drin ist. Ja, 192.000, das reicht. Das reicht. Ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir die Gülle irgendwie wegbekommen. Da haben wir nur das Problem, dass wir kein großes Fass im Moment haben. Und wir könnten, na klar, das Abwasser, was jetzt in, zumindest in einem der Fässer ist, erstmal in unser Flüssigkeitslager kippen. Und mit dem dann erstmal Gülle fahren. Wäre auch eine Möglichkeit, werden wir, glaube ich, machen. Sobald wir hier das mit dem Heu erledigt haben. Ja, fahr tanken. Wenn du ständig hier piepst, dann hängst du irgendwo fest, ich weiß. Gucken wir gleich. Eins nach dem anderen. Wir haben es Dezember, das Jahr geht zu Ende, wir haben nicht viel zu tun. Deswegen lassen wir es ganz, ganz, ganz langsam angehen. Mal gucken, ob wir es in dieser Session schaffen, dass wir vielleicht die Produktionen runter bekommen, dass wir keine weiteren Zeilen mehr haben. Wobei es sind aktuell noch 11 weitere Zeilen. Das wird schwer zu schaffen sein. Aber gucken wir mal. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, nein, kein Gras. Wir wollen das Heu haben. So, MAN, könntest du jetzt noch mal piepen, bitte? Jetzt macht er das natürlich nicht. So, hier waren wir irgendwie beim Verkauf. Das ist Mehl. Okay. Haben wir da noch mehr? Das ist Roggenmehl gewesen. Roggenmehl, guck mal, da haben wir noch was. Müssen wir mal gucken, wo das hin muss und was wir da noch haben. Roggenmehl, Roggenmehl. Roggenmehl geht zu Aldi. Gut, Dinkelmehl haben wir leer. Aldi. Aldi hätten wir noch Frischkäse, Lammfleisch, Frischkäse und Lammfleisch. Frischkäse raus damit. Jetzt nicht so viel Lammfleisch. Haben wir nur eine Palette. So, jetzt gucken wir noch mal. Lammfleisch, Frischkäse, Blumenkohl. Aber der Preis ist jetzt nicht so sonderlich. Aldi Roggenmehl, das haben wir geladen, ja. Lavendelöl könnten wir noch mal mitnehmen, wenn wir da noch was hier im Lager haben. Und was haben wir hier? Ja gut, Rapsöl. Honig. Boah. Lavendelöl. Haben wir noch Lavendelöl hier? Gut, dann würde ich sagen, soll's das erstmal gewesen sein. Und dann würde ich sagen, ab zu Aldi nochmal mit dir. Kauf Aldi. So, und jetzt genau hier. Den. Oh, wie? Na gut, reicht nicht. Dann fahren wir den zum Flüssiglager. Weiß gar nicht. Ach, hier.
Flüssiglager. So. Genau. Du bist der, der tanken will, ich weiß. Ah, hör auf zu piepen. Dann machen wir den einmal voll und dann kann der weiterfahren. So, und in der Zwischenzeit sollte der Ding voll sein. Der, oder nee, andersrum. Die Heuproduktion sollte leer sein. So, Kollege, bitte einmal abfahren. So, hier bringen wir mal schnell rüber. Schauen wir mal, was als nächste Sache aufploppt, die wir auch abarbeiten können. Weil viele der Produktionssachen, die jetzt hier stehen, können wir halt gar nicht bearbeiten, weil wir einfach die Waren nicht haben. Ja, Gras haben wir nicht. Gut, Rindfleisch können wir machen, den Separator können wir befüllen, das geht. Oh, piep, 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 piep. Schweinestall braucht Nahrung. Ha, wer hätte das gedacht? So, dann wirst du erst einmal wieder tanken, parken, wollte ich sagen. So, der ist gut durch, der macht gut. Ach, guck mal, hier. Ach, wir kriegen hier kein Mist mehr. Dann Kuhstall 1 Mist, dann geht's da weiter. So, dann können wir den hier mal, weiß ich, wo parken wir den Kollegen? Wir stellen ihn hier einfach auf die Wiese. Da stört er keinen. So. Der fährt Wasser. Das ist gut. Das ist der zweite. So, ach guck mal, der ist angekommen. Jetzt ist die Frage, was ich nicht weiß, bekommen wir hier das Abwasser rein? Ja, oh, ein Glück. Ein Glück. Was haben wir denn hier sonst noch so drin? Haben wir hier kein Display stehen? Okay, das müssen wir ändern. Hier müssen... doch hier eigentlich eins, oder? Ist wirklich keins. Okay, dann machen wir da mal eins. Reicht das so eins? So, kriegen wir da? Ach, guck mal, das passt hier oben drauf. Zack. Und jetzt haben wir hier Abwassergerät. Wir haben hier Gülle drin. Die nehmen wir doch gleich mit. Dann entlasten wir das Lager hier mal ein bisschen. Na, wo kann ich hier aufladen? Ach, jetzt. Gülle. Dann schauen wir mal, wo brauchen wir denn überall Gülle? Die BGA kann auf jeden Fall was vertragen. Ich denke mal, dass wir Gülle in doch sehr großer Menge haben. 4,6 Millionen Liter. Oh,
Okay, ja. Dann würde ich sagen, wir fangen an beim Kuhstall. Kuhstall 1, der meckert eh Hülle und das geht dann in die BGA. Das BGA Süd Gülle mit Gülle. Was ich mir ja mal angucken möchte, was die BGA von Fett, die große, ja, sowas, was die für einen Durchsatz hat, im Gegensatz zu der, die wir jetzt hier haben. Ich glaube, das müsste die sein. Die müsste also wesentlich mehr Durchsatz bringen. Ist die Frage, ob sich, ob es Sinn macht, BGAs auszutauschen, also die Standard zu verkaufen und die große hinzusetzen. Oder ob wir uns erstmal vielleicht die zweite BGA holen, hier. Und dann vielleicht irgendwann diese große auch noch irgendwo vielleicht noch zusätzlich platzieren. Aber wie gesagt, da muss ich mir wirklich mal wegen den Werten erstmal das angucken. So, du bist wieder zu Hause, das finde ich gut. Wo ist... Ah ja, der hier. Der lädt gerade auf. Und hängt hier wieder fest. Achso. Naja. Und hier, das Güllefass ist wirklich randvoll hier. Kommen wir jetzt hier nochmal weg. So, komm, dann schieben wir hier ein bisschen zurück. Ich komme da nicht vorbei. Das gibt's doch nicht. Achso, da steht auch noch ein... Oh, deswegen komme ich da nicht zurück. Ha! Ja, und jetzt fahr mir noch näher ran. Komm, ich muss dich mal ein bisschen wegschieben hier. So, jetzt aber. Abfahrt. Gut, dann läuft das. Wo ist denn... Guck mal, der ist angekommen. Das heißt, wir können noch einen kleinen Verkauf machen. Ja, kommen wir über 2 Millionen. Da würde ich aber doch jetzt sagen, wir werden jetzt einmal anfangen, hier ein bisschen... Kredit zurückzuzahlen. Mal gucken, wie weit wir da jetzt in den nächsten Monaten runterkommen vom Kredit. Ich will da wirklich möglichst schuldenfrei werden bis zum Frühjahr. Aber es sind halt 5 Millionen. Also wir werden mal jetzt runter... machen auf 5 Millionen, dann haben wir noch einiges, das wir da raushauen müssen. Aber wir haben, können wir gleich nochmal gucken, wie viele Waren wir aktuell noch rumstehen haben. So, jetzt müssen wir mal gucken. Es wird weniger, es wird weniger. So. Wir haben rein theoretisch einen Warenwert von 15 Millionen hier rumstehen. Ja, Rapsöl sollte eigentlich, aber das ist schon wieder auf dem sinkenden Ast. Was wäre denn noch im Dezember? Sojaöl, Lavendelöl, das haben wir schon verkauft. Das sind nur noch die Restbestände und sonst ist erstmal nichts mehr da. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, hier geht es zum Beispiel weiter mit Steine sammeln. Also, schaut gerne wieder rein. Ich würde mich freuen. Und dann sage ich damit Tschüss, Ciao und bis dahin.